Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play ROM 2 Total War mit den Makedonen und mir, Fighting Joe. Ja, im letzten Part haben wir ja viel getan, vor allem eben mit den Römern einen brüchigen Frieden geschlossen. Der soll uns erstmal Ruhe verschaffen, während wir uns an den diversen anderen Kriegsschauplätzen vergnügen, die wir ja haben. Ich habe hier gerade nochmal einen Steinschleuder angeworben. Hier müssen wir ein bisschen auf die Chimäre aufpassen. Und ja, wir bereiten hier jetzt eine Flottenexpedition nach Ephesus vor. Ich hoffe, die bleiben bis dahin auch in sardischer Hand, denn mit Sardes haben wir Krieg. Aber nicht mit den Seleukiden, glücklicherweise, die Seleukiden sind auch fast weg. Hier oben heizt die keltische Konföderation weiter heiter durch die Gegend und ja. Ach ja, genau, wir haben ja noch Krieg hier mit den Norikern. Genau, mit den Norikern. Die Armee hier Bereit scheint zum Kampf. einigermaßen schlagbar zu sein, wenig Fernkampf. Das gefällt mir. Schon Aber bereit? schon Stufe 2 Truppen, aber wir haben hier einfach 6x Piken drin. Das ist eine viel zu lange Linie, als dass die KI da rumlaufen könnte. Viel Fernkampf, eine solide Kafbo und ja, das müsste eigentlich gehen. Und dann bin ich doch mal dafür. Wir In den greifen Kampf! hier von Patavium aus den Zorn des Sabbernden oder wie auch immer der heißt an. Ja, die Chancenleiste möchte mir natürlich sagen, du hast ja gar keine Chance. Okay, wenig Fernkampf ist super und Kurzschwerter und Speerkrieger, das müssten wir hinkriegen. Weiß gar nicht, was der hat. Will wahrscheinlich einfach nur, dass wir ein Gefecht spielen. Ich glaube, das ist der ganze Grund, weshalb diese Chancenleiste manchmal so abgefahren ist. Die wollen einfach, Leute, spielt doch die Gefechte selber, denn ihr spielt in eurer Kampagne nicht gefühlt 500 Schlachten. Wobei auf der anderen Seite ist das ja eine entscheidende Schlacht. Full Stack gegen Full Stack. Ist ja nicht so, dass so ein Provinzenstaat zweieinhalb davon hat. Aber egal. Es geht vor allem auch darum, dass wir nicht komplett unsere Armee wegschmeißen, sondern ein bisschen mobil bleiben. Vor allem, ich sag's immer wieder, darf unsere Kaff nicht zu sehr leiden. Weil wenn wir eine Kaff oder ein, zwei Sarissen verlieren, passt das schon. Entscheidend sind auch, dass die Agria wird auch sein, dass die agrianischen Axtkämpfer die Kills da machen, wo sie nötig sind. Nebel ist mir nicht so lieb. Oh, interessantes Schlachtfeld. Also, wirklich interessant. Ich fände es cool, wenn man solche Maps viel einfacher in den Mehrspielergefechten finden würde. Okay, das ist aber krass, wie nah wir hier angeblich am Meer sein sollen. Und da gab es eine kleine Unterbrechung. Ja, dann fangen wir doch mal an, uns aufzustellen. In guter alter Manier. Piken, gruppiert und bereit für euren Befehl. Ich bitte jegliche Hintergrundgeräusche zu entschuldigen, die stehen gerade außer meiner Macht. Piken. Und also die haben mit mir gar nichts zu tun. Ich versuche gerade eine möglichst lange Linie zu bilden. Drei Mann tief, ja, hier noch ein paar Auswechselspieler. So. Befehl verstanden. Kriegen sogar nicht mal Feuer frei, Schütze, dann Söhne Makedoniens. ja, dann kann ich die Schüsse ein bisschen besser lenken. Dann ist geschossen. Verstanden. Explodierendes Geschoss, muss dann gleich mal ein bisschen einfach die Bereit. Massen dezimieren, aber das kriegt die Kampf bestimmt, die Arti Die bestimmt hin. Kampfgruppe war. Machen wir hier eine stärkere Kaffflanke, hier eine schwächere Kaffflanke. Natürlich, aus irgendeinem Grund ist dieser Risserkaff jetzt wieder hier. Egal, und der General! General dahinter. Ja, können wir doch mal starten. Wenigstens kriegt er keine Verstärkung, also alles gut. Und
Ja, ich versuche ihn hier ein bisschen rechts zu locken. Wie sieht's denn aus mit Reichweite genau? Nein, du sollst dich nicht vorwärts bewegen, du sollst schießen. Mal schauen, ob wir mit der Actionkammer irgendwas treffen können. Verschwendet eure Pfeile nicht! Die werden das ganz sicher nicht tun! Okay, wir haben dem Gen ein paar Hitpoint-Schadenspunkte zugefügt. Okay, hier kommt die leichte Söldnerkraft. Dann ziehen wir mal. Ziehen wir mal vor. Jetzt können wir mal ein bisschen Micron. Hui, ohne die Backcam. Und dann wird die Kap gleich hier voll in die Flanke hauen. Also hier. Schließen die Kap mal kurz. Hier geht schon mal hier in den Modus. Oh, das ist ungünstig. Du bist da drauf und du schießt mal auf die. Habt ihr den wenigstens tot? Ja, super. Und okay. Ihr seid wenigstens dann müsste das noch gehen. Und meine Adriana laufen wir ganz schnell zurück. Die Männer wanken. Okay, na, ich sag ja mal gar nichts zu der Leistung der Bürgerkraft. Aber meine Piken müssten dafür ziemlich gut aushalten. Genau. Ja, die können natürlich auch die Distanz werfen, weil darum. Und meine Artillerie stellt mal das Feuer ein. Ihr kriegt mal den General. Ich opfer jetzt meine zweite Sarissa. Ach so, nee, die keltischen leichten Kavalleristen können natürlich die Sarissa-Kavallerie auch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber wenigstens stirbt der Gen. Zieht euch zurück! So, ziehst hier mal raus. Und setzt den nächsten Backside-Charge. Das Problem ist natürlich, dass die Kav, die Bürgerkav, keine Backside-Charges wirklich setzt. Es geht hier nur um die Moral. Alter, was diese keltische leichte Söldnerkavallerie schon alles weggehauen hat. Und ja, wenigstens halten meine Piken. Diese Hobbiten werden, glaube ich, gerade etwas kaputt gemacht. Aber die Bürgerkaffee ist frei. Das ist gut. Unser General wird angegriffen! Da kann ich da hinten gleich mal den Backside Charge setzen. Und ihr verfolgt hier mal ein bisschen. Das ist jetzt eigentlich, ja, das ist jetzt essentiell, dass wir möglichst viel von denen kriegen. Wo laufen die denn? Ja genau, ja, wo laufen sie denn? Genau, dann schießt man nach hier. Ja, immer wieder rein und raus chargen ist hier das Gebot der Stunde. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ach, hier sind auch noch Kelten. Zieh mal hier rum. Ah, die Bürgerkavallerie kriegt wenigstens ein paar Kills. Was macht ihr denn da, Leute? Leute. Ja, Kommandant. Tribunus! Also diese keltische Söldnerkavallerie kriegt eindeutig einen Preis für beste Einheit des Spiels. Was die alles getötet hat, will ich gar nicht wissen, glücklicherweise bricht jetzt hier an mir Moral. Fortfahren.
Ja, tötet, tötet, tötet. Mann, habe ich viel Kaffee verloren. Ich sag es jedes Mal und dann halte ich mich nicht dran. Wobei ich halt sehr kaffeeintensiv spiele und da auch immer so viel Nahrung brauche, damit sich die Truppen möglichst schnell wieder auffüllen. Wir greifen mal hier an. Und hier bleibt mal stehen. Da geht ihr doch nochmal rein und dann chargt ihr gleich wieder zurück. Ihr geht hier in den Binsen und ja, das müsste ganz gut laufen. Müsste ich noch einiges kriegen. Da kriege ich keine schöne Prozentzahl mehr angezeigt, wie viel von der Armee ich besiegt habe, aber ich müsste doch die ein oder andere Einheit komplett vernichtet haben. Es ist auch eigentlich ganz gut, wenn ihr die Kaff-Generäle hat, denn die KI kann mit den Kaff-Generälen nicht so richtig viel anstellen. Und ihr müsst mal ganz fix hier auf den Berg. Ja, Spannung steigt. Verfolgen ist immer das Beste. Aber es gehört zum Spiel. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, dann spielt doch vor. Ich bin jetzt zu faul, einmal kurz die Aufnahme zu unterbrechen. Traurig, aber wahr. Und wenn ihr eh nur für die Schlachten kommt, dann schaut doch einfach bei den Online-Battles rein. Da gibt es ja auch genug. Und da kommen auch noch viele, viele, viele Schlachten. Ein Wochenende nur und Multiplayer gezockt, da kommt der ein oder andere sehenswerte Videoversuch bei raus. Ja, 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 ja. Ah, die kriegst du eh nicht mehr. Nicht beenden, glorreicher Sieg, super. Ja, die Kaff hat 171 Kills, hat zwei Kavallerien von mir getötet. Die eine einer Dopliten hat ein bisschen was abgekriegt, aber ansonsten alles super. Vor allem ist meine Kernarmee noch intakt und ihr seht, die haben einfach, ja, die sind blindlings draufgelaufen und haben die Quittung bekommen. Mein Gen hat 300 Kills. Also ich habe auch schöne Erfahrungsränge gefarmt. Das ist doch schon mal schön. Das ist aber nicht die Hauptstadt, das ist aber die Hauptstadt von der, also die Provinzhauptstadt. Wie lautet euer nächster Befehl? Sehr schön. Was machen wir für dich für einen General? Was hast du denn? Okay, du hast nur Sklaven und Ruhe. Machen wir erst mal einen Autoritätsgeneral. Und dann kann ich noch nachsetzen. Hm, 98%. Ich werde jetzt verliere ich noch die eine Bürgerkapp. Aber egal. Die Armee ist zumindest ganz vernichtet. Nee, ich will hier noch eine Sache sagen. Naja. Das hat aber nochmal einen richtig schönen Erfahrungsrang gebracht. Ihr seid mal Visite Plänkler. Und du bist zum General. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, die große Frage ist, was können wir sonst noch machen? Gehst mal im Gewaltrudern. Dann nochmal ein bisschen weiter ins Mare Ageum, also in die Ägäis. Ja, in die Ägäische See, in die Ägäis. Das ist doch nicht das Karpatien. Ach Leute. Warum soll das Mare Carpathium sein? Gut, vielleicht ist es das, das weiß ich. Ich habe ja keine Ahnung von Geografie. Überhaupt nicht. CA weiß alles besser. Du kannst mal nach Norden gehen und dann versuchen, diesen Typen hier auszuschalten. Du verziehst dich der nächste Runde nach Süden und in Rom sieht es doch ganz gut aus. Die Italia gehört uns. Du läufst dann nächste Runde in den Hafen von Genua ein. Was geben wir euch denn? Ah, schön. Ein paar höhere Traditionen. Wow. Das sind geile Sachen.
Das auf jeden Fall super. Die große Lagergefolgschaft muss man eigentlich sich auch immer holen. Auch diese Veteranenarmee ist richtig mächtig. Ich nehme, glaube ich, erstmal die Herolde des Antigonos und dann die große Lagergefolgschaft und versuche die auf Level 2 oder 3 zu leveln. Die Armee wird bestimmt noch ein paar Kriege führen. Und dann geht das ganz gut. Ja, dann beenden wir die Runde und schauen, was die Zukunft bringt. Verpieselt sich, genau, so soll das sein. Karthago hat Karthago wieder eingenommen. Oder haben wir noch Karthago? Weiß ich gerade gar nicht. Zumindest ist Karthago bei Karthago unterwegs. Die können sich aber noch mal ein bisschen mit den Römern prügeln. Ja, bisher vor allen Dingen spielbare Fraktionen oben. Jetzt nicht mehr. Ja, die große Frage ist ja, kommt noch ein DLC? Ach, ihr euren kleinen Chimera. Was sagst du denn? Knapper Sieg. 53 mit 56. Wir schalten die aus und dann gehen wir in der nächsten Runde mal ganz, ganz pfiffig drauf zu. Die können ja nicht mehr rammen seit dem Patch. Also, die haben die Transportflotten echt runtergepatcht dadurch. Also echt schwächer gemacht, genervt. Und das ist richtig gut, denn endlich ist es nicht so, dass eine ausgehobene Flotte, wenn man das Gefecht spielt, gegen jeden Transport verliert und der hat meine Armee vergiftet und ich kann mich nicht zurückziehen. Dankeschön, Spiel, das hast du toll gemacht. Wir stellen uns natürlich trotzdem dem Kampf, aber wie wir uns dem Kampf stellen, ob das was wird oder ob wir gleich mal gehörig auf die Fresse kriegen, das seht ihr im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und viel Freude, euer Fighting Joe. Tschüss.